Rübezahl und der sprechende Esel. Im Riesengebirge hauste vor vielen Jahren der mächtige Berggeist Rübezahl, der mit den Menschen allerhand Schabernack trieb, doch half er meist den Guten und strafte die Bösen. Kam einst ein Händler daher mit Gläsern und Flaschen, die er in der Glashütte gekauft. Unsichtbar wandelte Rübezahl neben ihm her und nahm sich vor, dem Mann einen Possen zu spielen. Er verwandelte sich in einen kurzen Baumstamm, auf welchem sich der Händler vorsichtig niederließ mit der schweren Last, um auszuruhen. Kaum war dies geschehen, so rollte der Baumstamm den Berg hinunter, der Korb stürzte zur Erde und der ganze Inhalt zerbrach. Da weinte der Händler laut vor Schreck und Kummer, so dass es Rübezahl leid tat. Er verwandelte sich schnell in einen jungen Burschen, der einen stattlichen Esel an der Leine führte. Du dauerst mich, sagte er. Und ich möchte dir gerne helfen, komm mit, dem geizigen Müller dort in der Mühle will ich meinen Esel verkaufen, der Erlös sei dein. Bald war die Mühle erreicht, der Müller stand vor der Tür und schaute schmunzelnd auf den wohlgenährten Esel. Wollt ihr mir denselben nicht abkaufen? Fragte der Bursche. Für 10 Taler ist er euer. 8 Taler will ich geben, sagte der Müller. Gebt 9. Rief der Bursche. Nein, 8, keinen Deut mehr. Gut, 8 Taler, aber noch freie Zeche, dann führt den Esel fort. Der Müller setzte Brot, Butter und Käse auf den Tisch. Während die beiden schmausten, zählte er stöhnend das Geld auf. Der Bursche strich es ein und steckte es in den Geldbeutel. Beim Weggang schenkte der Bursche dem Händler den Beutel mit dem Geld. Hocherfreut zog der Händler nun seines Weges bergab, während Rübezahl wieder auf die Höhe stieg. Der Müller aber brachte nun den Esel in den Stall, sich freuend über den billigen Kauf. Den Dummkopf habe ich dich gut angeführt, murmelte er, band den Esel fest und legte ihm Heu zum Futter vor. Da schüttelte der Esel mit dem Kopfe und brummte mit deutlich vernehmbarer Stimme. Ich esse nur Gebibobackenes und Gebibobratenes. Ia, Ia, nur Gebibobackenes. Entsetzt stürzte der Müller aus dem Stall heraus, eilte auf das Gebirge, um den Verkäufer des Esels zurückzuholen. Doch so viel er auch suchte und rief, dieser war nirgends mehr zu finden. Jammernd kehrte er zurück, ging zaghaft nach dem Stall, doch kein Esel war mehr darin zu sehen, sondern ein struppiger Besen war neben der Krippe festgebunden. Da merkte der Müller, dass ihm Rübezahl einen Streich gespielt, er war wütend, doch hütete er sich, es laut zu äußern, aus Furcht, der Berggeist könne ihm dann noch schlimmer mitspielen. Dem Händler aber brachte das Geld viel Segen, er konnte damit 3-mal so viel Glaswaren einkaufen als früher, richtete sich einen kleinen Laden ein und wurde schließlich ein reicher Mann.